Hi Leute, ich habe hier, ja, im Bauteil ist das so ein Lademodul drin. So ein Lademodul mit Akku-BMS, also mit Akkuschutz, mit Tiefentladeschutz und so weiter. Dabei ist mir jetzt aufgefallen, der lädt den Akku irgendwie nicht mehr. Also wenn ich da anstecke hier, wenn ich hier anstecke, dann hier ist der blau. Aber der Akku selbst, der hat nur 3,5 Volt. Also wenn ich den Akku messe hier, Minus und Plus, dann habe ich hier nur 3,54 Volt. Wenn ich allerdings über den R5, über den 100 Ohm Widerstand messe, dann messe ich 2,98 Volt hier. 2,98 Volt. Das heißt, dieser Chip, der DB01 Chip, der hat bei der Stromversorgung einen Kurzschluss. Also der tut die Stromversorgung über den 100 Ohm Widerstand. Über den 100 Ohm Widerstand kriegt ihr vom Plus, kriegt ihr über 100 Ohm seine Betriebsspannung hier. Und die tut dir da kurz schließen. Also der Chip ist kaputt und der Chip schaltet auch den MOSFET aus. Wenn ich hier den MOSFET-Minusleitung drücke, dann tut er laden hier. Dann tut er den Akku laden. Aber über den 100 Ohm Widerstand tut der ständig den Akku entladen. Und über 100 Ohm, da fließen bei 3 Volt schon ein paar Milliampere. Das heißt, der Akku wird dauerentladen und das ist schlecht. Das heißt, der Chip da muss raus. Das heißt, ich muss jetzt den Akku ablöten, den Chip rauslöten und den Chip tauschen. Der MOSFET ist scheinbar noch okay. Der öffnet ja, der macht ja auf hier. Und wenn der MOSFET, die wird hier angesteuert über den Chip hier, die wird da auf Masse gezogen. Und wenn der hier nicht auf Masse gezogen werden würde, dann wird das Ding auch laden. Wenn ich den Chip nur rauslöte, müsste das Ding schon funktionieren, dann hat es halt kein Überlade- und kein Tiefentladeschutz mehr. Das heißt, ich tue den Chip jetzt mal auslöten. Mal schauen, wie ich den auslöten kann. Ich glaube, ich nehme Lötfett und dass ich dann Lötfett drauf schmiere. Erstmal Strom wieder aus, weil die. Doch, sehr heiß ist die Lampe. Dann löte ich mal Minus ab hier und dann tue ich den Chip auslöten, würde ich sagen. So, ich probiere es jetzt einfach mal, den Chip auszulöten. Minuskabel habe ich abgelötet, der Akku ist nicht mehr dran. Jetzt mal schauen, ob ich es schaffe, den Chip mit dem Lötkolben auszulöten. Ich muss mal gucken, wie ich da am besten rankomme in den Lötkolben. So, das heißt hier. 1, 2, 3 und die 3. Okay, der Chip ist auch am Lötkolben, der klebt am Lötkolben dran, das ist sehr gut. Der DB01 Chip. Jetzt durch die Lötstellen da mal sauber machen. Das sind 6 Lötstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt noch ein SMD-Widerstand, den kann ich kurz hier nachlöten, dass das kein Kurzschluss macht. So. Und jetzt sollte das Ding eigentlich wieder funktionieren, wenn ich Minus anstecke und laden tue, weil jetzt ist der Ausgang offen und es sollte mit Widerstand hier auf Plus gezogen werden. Ups. Ich sollte mit dem anderen Widerstand theoretisch auf Plus gezogen werden, weil der Chip die Leitung hier nur auf Minus zieht. So, jetzt testen wir mal ohne den DB01 Chip, ob das Ding jetzt funktioniert, ob es laden tut. Stecke ich mal USB an. Also stecke ich mal USB-Kabel an und schauen wir mal. Und es lädt immer noch nicht. Warum lädt es denn nicht? Muss ich da. Ah doch, jetzt lädt es. Hat der MOSFET. Ne, jetzt lädt es wieder nicht. Ist vielleicht der DB01-Chip gar nicht kaputt gewesen. Mal messen. An den Widerstand hier, da sind 2,948 Volt. Immer noch fast 3 Volt dran. Wieso das? Hat die irgendwo anders einen Kurzschluss? Das ist aber komisch, wie das liegen da immer noch 3 Volt an. Also irgendwas stimmt da mit dem Modul nicht. 2,9. Warum liegen hier fast 3 Volt an den 100 Ohm Widerstand an, auch wenn ich abstecke? Das ist ein 100 Ohm Widerstand hier. Also der R5 ist 100 Ohm. Da liegen immer noch 2,96 Volt an. Ich muss jetzt mal ganz genau gucken, ob da irgendwo ein Kurzschluss ist oder sowas. Ups, so nah wollte ich gar nicht ranzoomen. Komm, stell wieder scharf. So, ob da irgendwo ein Kurzschluss ist hier. Schaut aber nicht so aus. Hier bei dem Chip, die mittleren zwei, die gehören zusammen da. Die zwei gehören auch zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum liegen hier 2,9 Volt an? Macht vielleicht ein Kondensator einen Kurzschluss? Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Das ist ja komisch. Das ist ja echt komisch. Wieso liegen da 2,9 Volt an? Hier vom Plus nach da. 2,9 Volt und hier 0,5 Volt über den Kondensator.
macht vielleicht doch einen Kondensator einen Kurzschluss. Das ist der Chip gar nicht, wahr? Das ist doof. Mal schauen, ich muss da mal weiter gucken. Notfalls muss ich das Modul wegschmeißen hier und ein anderes Ladimodul einbauen hier, weil dann ist das Ladimodul kaputt bei dem. Ich weiß aber nicht, was am Ding kaputt ist. Also das Ladeteil an sich wohl nicht, aber irgendwas mit dem R5, weil da ja am R5 fast 3 Volt abfallen und das ist schlecht. Aber ich sehe da jetzt auch keinen Kurzschluss da. Außer, dass vielleicht doch ein Kondensator kaputt gegangen ist. Der C2 vielleicht. Ich kann den C2 mal auslöten. Dann löte ich den C2 jetzt doch mal aus. Weil der ist ja direkt da dran. Genau, C2 mal ausgelötet. Jetzt klebt der Lötkolben. Tun wir den auch mal weg. C2 ist ausgelötet. Jetzt mal nochmal messen an den Widerstand. Ah, jetzt ist keine Spannung mehr am Widerstand. Tatsache, C2 hat einen Kurzschluss gehabt. Ja, C2 hat den Kurzschluss. Das ist ja doof. C2 hat den Kurzschluss. Da wo 0,5 Volt abgefallen sind. Also dass einfach so ein Keramikkondensator einen Kurzschluss kriegt. Sehr komisch. So, jetzt kann ich einen DB01 Chip da wieder einlöten. Den C2 lasse ich mal draußen. Ich muss einen DB01-Chip hier einlöten, damit es wieder funktioniert. Den muss ich von woanders klauen, glaube ich. Oder ich löte den Original-Chip wieder ein. Muss ich gucken, wie rum, dass der eingelötet wird. So ein Chip da einlöten ist echt heikel. Das ist echt schwer. Das versuche ich jetzt mal. So, das Chip einlöten war jetzt echt etwas sehr schwierig. Aber ich habe einen DB01-Chip eingelötet wieder. Einen neuen. Stecke ich an. Und jetzt tut er wieder laden. Das war echt nur der T2. Ich kann jetzt mal messen, wie viel das fließt. Tut den am 100 Ohm Widerstand abfallen. Das Lied fällt noch drauf. 0 Volt. Genau. 0.0 Volt fällt ab. So, dann sollte es wieder funktionieren. Genau, 3,625. 3,66. Okay, was fällt ja? Der S-Ohm Widerstand ist auf jeden Fall da. Jetzt funktioniert das Ding wieder. Okay. Jetzt kann ich das sauber machen, ein bisschen abwaschen und dann müsste der wieder funktionieren. Also der C2 hier, das sollte ein 100 NF Kondensator sein. Die hat einen Kurzschluss bekommen einfach. Das ist ja doof, das ist einfach so ein kleiner Kondensator, der eigentlich nur den stabilisieren soll, dass der einen Kurzschluss kriegt. Es soll einfach nur Minus und Plus, und zwar hier Minus. Und hier über 100 Plus, über 100 Ohm Widerstand soll der hier stabilisieren. Und Plus über 100 Ohm Widerstand kriegt der hier der Chip und da ist der Ausgang von dem Chip. Sollte jetzt wieder funktionieren, aber das ist echt komisch, dass ein SMD-Kondensator einen Fast-Kurzschluss kriegt, der einfach nur über 100 Ohm da dran hängt. Das ist echt komisch, aber passiert. Also auch SMD-Kondensatoren gehen wohl kaputt. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.